Lampi ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet die Basisform zu Lantern. Lampi ist ein kleines fischähnliches Pokémon, das hellblau, gelb und dunkelblau auftritt. Der gesamte Torso, die Füße und seine Antennen sind dunkelblau gefärbt. Die Flossen sind hellblau und die Leuchtorgane erstrahlen gelb. Der eigentliche Körper ist flach und rund und besitzt eine horizontale Ausrichtung. Am Rücken wachsen die beiden langen Antennen, die über den Körper verlaufen, sodass die an den Enden befindlichen Leuchtorgane ihren Platz vor dem Gesicht annehmen. Dabei haben die Leuchtorgane selbst die Form eines Tropfens. An den Seiten befinden sich die kleinen und eher kümmerlichen Flossen und das Pokémon besitzt zwei kleine Füße. Auffällig ist die Form der großen Augen, die jeweils aus gelber Lederhaut und schwarzen Pupillen bestehen und die einem Pluszeichen ähneln. In seiner Shiny-Form ist der Körper in einem etwas helleren Blau gehalten, die Augen sind neongrün, die Leuchtorgane bekommen allerdings eine Farbe, die eine Mischung aus Gelb und Neongrün ist. Lampi kann positive und negative elektrische Ladungen durch seine Antennen abgeben. Das ist der Ausgangspunkt zahlreicher Elektroattacken, die das Pokémon erlernt, wie zum Beispiel Elektroball und Ladungsstoß. Auf die gleiche Art kann Lampi Gegner lähmen, was sich vor allem mit der Attacke Donnerwelle ausdrückt, welche den Gegner paralysiert. Jedoch sind die Antennen von Lampi keineswegs nur dafür da. Das Pokémon erzeugt mit ihnen ein schwaches Licht, mit welchem es Gegner verwirren oder andere Pokémon anziehen kann. Die Fähigkeit Lampis, mit seinem Licht dann Gegnern zu verwirren, wird mit der Attacke Konfusstrahl und im weiteren Sinne auch mit der Attacke Ampelleuchte ausgedrückt. Dass Lampi jedoch andere Pokémon mit seinen Lichtern anziehen kann, wird mit der Fähigkeit Erleuchtung zum Ausdruck gemacht, welche die Wahrscheinlichkeit verdoppelt, auf ein wildes Pokémon zu treffen. Darüber hinaus kann Lampi mit seinen Antennen auch Elektrizität absorbieren, was mit der Fähigkeit Voltabsorber ausgedrückt wird, durch welche Treffer von Elektroattacken keinen Schaden verursachen, sondern stattdessen Kraftpunkte regenerieren. Dass Lampi auch fähig ist, mittels Wasser Kraftpunkte zu regenerieren, wird neben der Attacke Wasserring mit der versteckten Fähigkeit H2O-Absorber ausgedrückt, welche eine Variation der Fähigkeit Voltabsorber darstellt und daher bei Treffern durch Wasserattacken keinen Schaden verursacht, sondern stattdessen Kraftpunkte regeneriert. Lampi verbergen sich gerne am Meeresboden, wo sie aufgrund der Dunkelheit die Fähigkeit entwickelt haben, ihre Antennen zum Leuchten zu bringen, um so mit ihren Artgenossen zu kommunizieren. Sie kommen nur selten an Land, dennoch hat sich gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, sich an Land fortzubewegen. Lampi leben normalerweise so tief im Meer, dass sie das Sonnenlicht nicht kennen. Es kann positive und negative Ladungen mit seinen Antennen erzeugen, welche es benutzt, um Feinde mittels Elektrizität zu lähmen. Lampi ist dabei ein Basis-Pokémon, welches sich zu Lantern weiterentwickelt. Bei dieser Entwicklung wachsen die beiden Antennen zusammen, ein Leuchtorgan wandert nach vorne, das andere nach hinten. Im Gesicht und an der hinteren Flosse, welche sich durch die Entwicklung bildete, bekommt das Pokémon gelbe Farbpartien. Außerdem entwickeln sich die Augen, sodass Lantern besser sieht als Lampi. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Lampi zu Lantern beim Erreichen von Level 27 ausgelöst. Mit seinen beiden Typen nimmt es Viertelschaden gegen Stahlattacken, halben Schaden gegen Feuer-, Eis-, Flug- und Wasserattacken. Wasser wird sogar immun, wenn es wie gesagt die Fähigkeit H2O-Absorber hat. Doppelten Schaden machen Pflanzen- und Bodenattacken, der Rest macht normalen Schaden. Es sei denn, es hat auch noch die Fähigkeit Voltabsorber, dann wird Elektroattacken von normalen Schaden zu nullfachem Schaden, also es wird immun gegen diese Attacken.